Eine Winterlandschaft mitten im Hochsommer hat die Korbacher Feuerwehr beim Brand dieses Traktors auf den Asphalt gezaubert. Doch handelte es sich nicht um Schnee, sondern um Löschschaum. Was war passiert? Ein Schlepperfahrer war Mittwochabend auf der Landstraße 3076 Richtung Korbach unterwegs, als es laut Polizei vermutlich durch einen technischen Defekt zu dem Brand kam. Das Feuer entwickelte sich innerhalb weniger Augenblicke zum Vollbrand. Die extreme Hitze ließ die Scheiben der Fahrerkabine platzen. Um den Brand rasch unter Kontrolle zu bekommen, setzten die Feuerwehrleute große Mengen an Schaum ein. Der Landwirt und die rund 30 Einsatzkräfte blieben bei dem Einsatz unverletzt. Für die Umwelt bestand keine Gefahr. Dies bestätigte auch ein Vertreter der unteren Wasserbehörde. Der Schaden beträgt fast 25.000 Euro. Winterlich wirkten auch die Aufräumarbeiten. Die Brandschützer befreiten die Straße mit Schneeschiebern vom Schaum.